Ciao, damit hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal Erklärungsnot. Nach dem letzten, nennen wir es mal Horrorspiel, Ausrutscher, so kann man es auch nennen, haben wir noch eins, die Ikai-Demo. Sehr neu, erst rausgekommen jetzt. Speedy noch im Hintergrund und jetzt auch, wie im letzten Video schon angekündigt, Harlatin mit dabei. Ack. Jetzt scheint ein Gespenst nach dem anderen. Die zwei Kollegen gucken zu über Discord. Und das Spiel sah sehr cool aus auf Steam. Also optisch, weil dieser japanische Stil oder dieser asiatische Stil ist halt mega geil. Hoffen wir mal, dass es so bleibt und mich nicht absolut in mein Hinterteil nimmt. Schauen wir mal. Wer vielleicht jetzt noch nicht das weiß, ich hasse Horrorspiele. Ich denke, das wissen die meisten Leute jetzt. Nur, dass ich es gesagt habe. So, Tornen mit C. Okay, Tornen hier ist bücken. Bück dich. Laufen. Okay. Also, der erste Eindruck schon mal zu dem letzten Horrorspiel. Eine absolute Verbesserung. Das sieht ja mal mit Abstand. Das sieht deutlich besser aus. Ja, ich fand Chernobyl leider nicht schlecht, so optisch gesehen. Mit den Leichen dann hier auf den Raum lagen. Schon gut. Ich nehme so Holz mit, ich pack's Ei. Pack's doch nur Ei, Mensch. Ach Mensch, nicht willst du. Hört er mich richtig oder abgehakt? Ich höre dich. Richtig. Ich höre dich. Ich hab wahrscheinlich ein Problem mit dem Headset, ja. Ah, Feuchtfickerei. Will ich einen Mist gekauft? Halt deine Fresse. Ja, ist ja Standard. Ich komm gleich daheim und hau doch mal. Alter, dummes Pavel. So, gucken wir mal. Hoffentlich ficken sie den im Spiel, ja, aber richtig. Leute, schreibt mal rein, wollt ihr das auf 100 Mal hier? Wer da höher schreibt? Auf jeden. Das passiert doch sowieso. Beide. Ja, da könnt ihr mal spenden. Geld. Bevor du geschehen hast wie Mädchen, wisst ihr, was da passiert ist? Geld da rein. Da kommt ihr von der Seite und da hast du übelst geschehen. Ich hab ne Idee, die Leute können spenden, dann kaufen und flundern wie VR-Brille und zocken den ganzen Scheiß in VR. Nee, das kannst du nicht machen. Du brauchst einen kleinen Defibrillator dazu. Und am besten noch ein Sorg. Das hält da nicht aus. Okay, also wir brauchen eine Münze. Also VR-Brille. Nee, das nicht. Das würde ich. Aber da muss ich auch. Da muss ich auch ganz. Das geht natürlich, was du willst. Nee, das wäre mir scheißegal. Das würde ich nicht machen. Anschellen, dann Brille auf. Nee, würde ich nicht machen. Würde ich nicht spielen. Nee, das ist egal. Das wäre mir scheißegal, da könnte sonst was passieren. Ich würde solche Spiele nicht in VR spielen, auf keinen Fall. Ich würde zum Beispiel an Resident Evil, was wir auf dem Kanal gespielt haben und was ich absolut gestört fand. Resident Evil, egal, VR spielen. Also wäre das. Witze. Ist aber egal, konzentrieren wir uns auf das Spiel, das wird lustig. Wobei, ich finde, der japanische Stil macht einen irgendwie gar keine so. Also mir persönlich jetzt. Gar keine, also Angst. Leck mich. Optisch jetzt. Sieht halt cool aus, sieht halt japanisch cool aus, gefällt mir übelst gut die Optik. Ich mag ja Japan, ja, das müssen wir alle. Ich muss nicht so verstört, dass Angst kriegen. Aber Klonger, den muss klar erwischen, du. Leute, war da was knallen oder so umgefallen? Wenn die Kamera nach oben geht, ist das mit der Maus abgerutscht. Gottes Willen. Das geht schon mal gut los, gefällt mir. Halt jetzt mal das Maul, ja. Also du nicht. Ja, du schwächst dich wieder, Schüttler. Da mich noch einmal. Genau, nochmal hoch jetzt. Nee, mach ich nicht! Geht so hoch! Nein, mach ich nicht! Ist alles zu. Ach nee, ist nicht zu. Guck mal. Hä? Machen wir da irgendwo. Guck mal rein. Komm rein, dann schwanke jetzt. Muss doch mal ölen. Jetzt hab ich's nicht gelassen. Willst du nochmal das Ding aufmachen? Der Priester hat im Obergeschoss. Der Priester hat im Obergeschoss immer ein bisschen Geld, hat sie gesagt. Ja, das war geil, ne? Dann ran. Ran an den Priester. Ins Geld. Kerzen? Okay. Also falls mal Stromausfall ist, die sind verrückt. Aber es ist optisch schon mal deutlich schöner als auf jeden Fall. Cool gemacht, ja. Gefällt mir. Okay, also okay, definitiv genug Kerzen. Also Kerzen ist hier. Alles klar, Leute. Läuft, Kerzen haben wir da. Ich will nicht wissen, was hier von daher machen, bestimmte Wachsparty. Was haben wir denn? Ja, jetzt du nochmal aufmachen das Ding. Mensch. Geil, das ist so diese Reinschubautomatik, weißt du? Die gab's damals in Japan schon. Gibt's das jetzt bei uns? Zack. Leder Kerzen, ach nee, das ist ja oben. Sind das so Grab-Uhren? Grablichter? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, ja. Hier oben, in denen kommt ja der Speedy rein, so eine Kleine. Machen wir jetzt wieder, ja. Da riech ich keine Kleine. Okay, oben hat sie gesagt, hat er Geld. Was wir brauchen für den Becken dort, um zu beten. Dann gucken wir nochmal hier rein.
Was haben wir denn? Was sind das? Sind das Hüte? Betekissen. Untersetzt? Nee, Kissen. Ach so, zum Kissen. Draufsitzen, ne? Ja, zum, also, oder besser gesagt, zum Draufknien. Knien. Ja, oh, denke ich mal. Hör doch also mal auf. Quasi die Stühle des Jawbones. Hör doch einfach mal auf, Herr Triebens. Ich finde das geil. Nein, überhaupt nicht. Ich finde es gut. Scheiße. Oh! Soll doch gar nicht an, Aufwitzer. Also, da schreckt sich immer schief, wenn da gar nichts passiert. Wie gesagt, hört das nicht? Nicht doch, ich hörte es, aber das erschreckt mich auch nicht leid. Da war doch ein Rabe, ja, da war ein Rabe, der geflogen ist, Alter. Ich weiß, hab ich gehört. Ach, das sei doch ein Rabe, Alter. Wow. Hä? Okay. Warum denn das? Bestimmt hier, so Gebetsdinger. Verhext. Das ist sehr gut. Okay. Spiegel. An unwanted reflection made it an undesirable item. The priest usually keeps some money upstairs. I may find a coin in there. Alter, was ist eine geile Bude hier? Was ist da geil? Ja, kann ich nie pennen, Junge. Kann ich nie pennen. Ja, also Kerzen, da haben sie es. Aber wie ist offen? Einfach mal das Licht einschalten. This contains the most sacred possessions of the shrine. The priest does not allow anyone else to. Alles klar. Dann machen wir das natürlich auch nicht. Wir wollen ja den Priester nicht erzürnen. Hm? Ja, doch. Auf das Ding. Nee. Hey, es gibt keine Regeln, los jetzt, mach das. Nein, das bleibt zu. Aus Kohle. Was haben wir hier? Eine Bongo-Trommel. Geischer. Obwohl, der Spiegel, den wir gefunden haben, das hat auch die Dame ja. Hier. Mhm. Also, wird so eine Art Geischer sein, die hier ihr Unwesen treibt. Geischer. Hier haben wir wieder. Für alle, die nicht wissen, was es ist, ein weiblicher Profikiller in Japan. Kann man so sagen. Auftragsmörderin. Ist das wirklich ein Killer? Geischer aus dem Keller, ja. Ist eigentlich eine Bedienstete. Ich wollte gerade sagen, ist das eigentlich eine... Ja, genau. Ist eine Bedienstete. Es gibt aber diese, ich weiß nicht, wie die hießen, dunklen Geischers oder irgendwas. Die waren als Profikiller aus. No, und geschweige denn, gibt es nicht auch Geischer in Form als so, Prostituierte. Ja, genau so, also... Aber... Ja, das ist immer so eine, also quasi eine Bedienstete in jeglicher Hinsicht, aber... wird halt auch oft eingesetzt als... Okay, also ich habe noch kein Geld gefunden. Gucken wir mal. Ja, ich sag, du wirst dort rein müssen. Ja, aber kann ich nicht. Hör mal auf jetzt, die Bude. Kann ich nicht. Der Priester ist nicht erlaubt. Hör mal auf jetzt, Mädel. Kann ich nicht. Okay, aber wir haben jetzt auch keine Münze. Der Spiegel. Hör mal eine Münze erzählen. Bevor ich nicht in dem Klunkus sitze, weil der schreit immer so wie ein Mädchen. Er schreckt immer. Ja, das ist ja... Und das ist meistens schlimmer als das im Spiel. Ja, wirklich so. Der schreit so laut in der Ohr. Das ist... Da erschrickst du im Westen aber eigentlich gerade, was im Spiel passiert ist. Du bist einfach nur erschrocken, weil irgendwas geschrien hat. Ich erschreck, weil ich halt schreckhaft bin. Und das halt... Und das halt musst du auch solche Spiele spielen. Und das halt nicht gespielt, es ist halt einfach... Es ist halt das einfach ist real. So. Das ist real life bei dem. Das kann ich euch versprechen. Also alles, was ihr hört, ist nicht gespielt. Definitiv nicht gespielt. Okay, also das Ding ist definitiv hier irgendwie versiegelt. Keine Ahnung. Scheiße ist das. Leck mich doch am Zwickel. Wenn die aber sorgt, oben haben die Münzen. Ja, das habe ich schon verstanden, dass eine Münze sein soll. Nee, das überlege ich gerade, was man jetzt schon machen kann. Ah, hier sind Münzen. Das sind Münzen. Alles klar, okay. Gut. Ich habe die nicht als Münzen gedeutet. Das sah aus wie, weil das ist ja auch, guck mal, eine Münze. Das sieht ja aus wie ein Untersetzer. Also, keine Ahnung. Aber ja, okay. Zu Hause ist so eine Münze. Also, wir müssen. Ab rein mit der Kohle. Gebimmelt, ab geht's. It explains the proper way to pray. First, drop some money in the offertory box. Then, ring the bell and perform the prayer afterwards. Und wie soll ich jetzt das Gebet verrichten? Ah, okay. Aha! Nice. I have a... Oh! Oh, da ist eine Tür zugegangen. Alter, war das laut auf meine Kopfhörer. Leck mich am Arsch. Alter, was... Das war jetzt gefühlt... Also, keine Ahnung, 10 Lautstärken bei mir über dem, was die ganze Zeit jetzt gerade war. 50 Dezibel. Alter, war das laut, leck mich am Arsch, du Bro. Wie hört ihr da eigentlich den Ton? Hört ihr das eigentlich gut?
Normal laut. Die Tür war jetzt für mich nicht so laut. Ey, du musst in dieser kleinen Kiste dort rechts und rechts. Ah ja, stimmt. So, da muss ich schon den Schlüssel reinrammeln. Ja. Du musst da was auswählen im Menü. Lass mal gucken, wo das Menü ist. J. Ne, K, O, I. I ist es nicht. U ist es nicht. M. Oder Tab. Wo der Schrank ist. Tab ist es nicht. Objekte. UKS. Wo habe ich jetzt den Schlüssel mit Mausrad vielleicht? Nee. Shift, Tab. Oh, Leute, die Schnauze voll von dem Gebrabbel. Ja. Ich drücke jetzt einfach mal alle Tasten durch. Tja, gute Frage. Außer das muss ich nicht öffnen. Ich muss irgendwas anderes öffnen. Aber weiß von euch noch jemand, wo vielleicht was anderes war mit dem Schlüssel? Kannst du mal aufhören hier? Hallo? Seid ihr noch da? Ja. Eine Ruhe, ey. Macht mich doch nicht fertig. Ach, das könnte aber... Ah, ja. Aha! Ich will nicht... Geh weg! Alter, ist das laut! Ach, lecken. Geil, Schaumaske, geil. Das war nicht geil. Setz ihn auf. In welcher Bibliothek? Wo ist die Bibliothek jetzt? Oho. Aber der Stil in diesem japanischen Dojo ist absolute Weltklasse. Ist cool gemacht, ja. Aber wie gesagt, ich finde immer das. Ach du Scheiße. Ich finde es nicht gruselig so. Du bist ja nicht normal als Mensch, das ist halt einfach. Warum? Japan ist doch nicht gruselig. Nee. Alte verfallene Häuser sind gruselig, aber das ist doch nicht. Ja, okay, vielleicht ein bisschen. Kannst du jeden in der Hand schütteln hier? Die wollen alle dich anfassen, du bist Big Boss, Junge. Musst du mal Autogramme geben. Oh ja. Moin. Du bist mal ein Trottel, Alter. Ja, ich wollte einfach mal probieren, was passiert. Ja, der Dad, Junge. Wie war denn das gleich jetzt? Ach ja, hier. Die wollen dich alle, magst du das? Die wollen dich, Flummer. Sei froh, dass die Hände. Ah, ja, aber die Optik. Ja, Flunden, aber ohne, ey. Aber ohne Scheiß, die Optik ist verdammt gut. Die ist wirklich cool, gut. Ja. Das ist ein Horrorspiel, ist gut, ja. Okay, eins. Ich find's ein bisschen lame, aber. Alter, wie kann man da so sein, menschlich? Ich kann gar nicht verstehen. Warum? Also, wie kann man so abgehärtet sein? Das gibt's ja gar nicht. Es ging eine Tür zu und dann ist eine Maske verfault, ja. Wow. Dann greifen Hände aus der Wand. Das ist ja so nichts, wo ich sage, oh mein Gott, ich werde gleich sterben. Ihr seid schießt. Ich, ne, ich sag jetzt. Sehe bis offen, da kriegt ihr nicht mal geschissen hier. Was? Nee, alles gut. Oh, spielt hoch, spielt nur besoffen. Okay, Jung. Und den VR. Oh ne, also. Oh, was werfen wir in den VR? Steht kotzen. Ah, okay. Da ist dieses Licht, geht da an, ist alles easy, Jung. Aber bis jetzt gruselig war es für mich eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Das sag ich doch. Ja, sei, du bist doch nicht mehr, du bist doch nicht mehr. Krieg ich schon mal geregelt, ja. Was? Manekute, diejenigen, die in unseren Welt feststecken, sind mit einem Ziel gestorben, das sie noch zu erfüllen haben. Sie haben gerade noch die Kraft, einen einzigen Arm zu bilden und von den Wänden zu winken, mit dem einzigen Zweck, dich zu bitten, ihre gewünschte Beerdigungszeremonie durchzuführen. Ey, das ist aber cool gemacht. Sehr, sehr story-dings vom Zern. Geschichtlich. Geschichtlich ist einfach noch ein halbes Spiel.
Wo krieg ich? Gut gemacht auf jeden Fall. Nicht gruselig, aber cool. Ich mag das schon. Achso, hier ist noch eine Tür. Ach, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Boah, ist das cool. Eigentlich verwinkelte Häuser immer sind. Ja. Man kann so Bowling spielen. Ist das. Ich überlege gerade, ist das so eine Reisschnapsbuddel? Eine Bon. Das ist eine Reisschnapsbuddel, ja. Würde ich mal denken, dass da. Wie cool die Häuser von denen sind, ne? Ich finde so geil. Die sind mega gut. Und die Lichter oben sieht so cool aus. Mal auf, ja, kam alles plündern. Fressen raus. Hähnchen raus. Alter, der Reisschnaps, der Junge. Schnappes, ja. Ja, das muss Speedy, sein. Das ist doch da. Du wohnst doch hier. Gab's euch zu, Spinner. Hast wieder deine geheimen Alkohol. Nee, Speedy kann nicht dort wohnen. Da werden die Flaschen alle leer. Und da werden da mehr Schlampen, oder? Hä? Bitte? Also. Ja gut, das wird jetzt zweit für das dort lernen. Ja, nee, lass mal. Gleich was. Nee, ich verstehe schon. Ja, ne, das. Nee, ich glaub, das ist schon. Ist schwierig. Ja, schwierig. Hörst du Waschbecken? Kannst du Kusch waschen? Alter, wie viele Türen die haben? Alter, das ist aber mal ruhig. Ja, essen, komm. Achso, ja, geht's nochmal, essen. Herrlich, ja. Oder? Das Fleisch im letzten ist ja mega geil gemacht. Oh, ja. Also optisch. Optisch ist ja Ding, haben optisch, die voll getroffen. Optisch also, ist der Knaller. Also Leute, könnt ihr euch merken, die Demo könnt ihr euch mal ziehen. Wie gesagt, ist nicht besonders gruselig, aber gemacht. Fort einfach. Also, this doll could have been mine. I mean, before the Lord took it from the battlefield and gave it to my uncle. I felt so close to this toy when it reached my hands. Da ist ein Zettel hinten dran. Friend, as if I could feel the presence of the girl who used to own it. Only soulless bodies can persist after a war. Aha. Kann man den irgendwie abmachen? Nee. Okay. Mm-hmm. Weil die übelst langen Schubkästen, ne? Ist ja krass. Was ist denn das? Ach, das ist so eine. Umkleidekabine. Das blöde Gekratz am Holz. Gib mal auf den Keks. So, off. Die Mäuse brauchen was zu tun. Lecken mich, Mäuse. Ja. Ich bin zu fahren, wenn der zu Geist kommt. Rechts oder links? Rechts. Bitte. Links. Rechts. Ach, das Wort lauter so ein Sensor aus, wo man losgelaufen sei. Achso, das ist die Tür. Achso, jetzt wieder zurück, okay. Okay, ein bisschen verwundert ist es. Okay. Das heißt, kann ich die auch aufmachen? Okay. Hier geht's wieder raus. Ja, das ist gut, aber dann kann ich ja hier weitergehen. Das sieht eher aus wie eine Wäschekammer, oder? Mhm. Ja. Yes. Wäsche. Ja, die haben alles. Ein Riesenmangel. Ah, und das ist hier rein. Okay, alles klar. Okay, dann gehen wir mal weiter. Dann gucken wir mal. Ein Innenhof, Alter. Ist nice. Let's see if I can find the brush. Warum kommst du von dem Tempel hier auf diese Anlage, ne? Ist ja krass. I'd need one with ink. Das ist also eine. Das ist eine Bürste. Ach du Heilige. That is what I am looking for. Okay, also wir brauchen Tinte. Tinte und ist das eine Art Pinsel? Das ist ein Stift. Alter, das ist Kalligrafie, das musst du kennen. Japan, wie die immer hier die Buchstaben wollen. Na, Bürste ist für mich halt was anderes. Also für mich ist halt eine Bürste okay. Der Fluch dieser Naturgottheiten soll über jeden unvorsichtigen Waldarbeiter kommen, der es wagt, die Bäume zu fällen, in denen sie wohnen. Wenn ein Schnitt einen bluten lässt, ist das ein Zeichen, dass der Baum bewohnt ist. Als die Seelen ihrer Wirtsbäume sind die Kodamas die Beschützer der Wälder. Sie werden selten gesehen, aber wenn, dann erscheinen diese Seelen als schwache Lichtkugeln. Hey. Da so richtig. So richtige japanische Kultur, also so
Ich weiß gar nicht, sagen soll. Komplette Programm, Kalligrafie, welche war schon alles, volle Ding, Reisschnaps. Ach, ne, jetzt, ach du Scheiße. Geht es. Nichts passiert, Flumi, einfach warte mal. mach alles auf. Na, fangen wir mal so. Das Papier? Na, fangen wir mal so an, sonst kriege ich schon eine Macke. Ja, hast du doch schon. Was sehe. Ich denke mal fast in den oberen ist nichts drin, aber man weiß es natürlich nicht. Weil den Kugel kann ich. Du könntest da gar nicht reingucken. Nee. Ja, dann brauchst du nicht aufmachen. Aufmachen. Ich will alle aufmachen. Ach, das willst du dann, ja? Nö, eigentlich nicht. Dann wundern, wenn der Geist böse wird. Aber ich habe keine Ahnung, warum ich das überhaupt machen soll. Ja, du suchst Tinte auf jeden Fall jetzt. Guck mal, ja, wenn du denkst, ja. Ah, guck an, ja, kannst du dann reingehen. Was keine Angst haben, kommt nicht. Ein Kiu, ein abscheuliches Verbrechen begangen durch Eifersucht, verwandelte eine Frau nach dem Tod in einen Dämon. Kiu ist ihr Name. Sie wird vor dir stehen, stärker als jeder Mensch. Mit ihren stechenden Augen, blauer Haut und scharfen Hörnern. Dies ist das Letzte, das du jemals sehen wirst. Klingt schon mal sehr gut. Und nicht einladend. Klingt sexy. Ja, ein geiles Stück. Weißt du, an was mich das erinnert? Auch mit diesen Fabelwesen und diesen, wie soll man denn sagen, so dieses bla bla bla, der und der. Erinnert mich unfassbar an das Spiel damals, was wir hatten. Dieses, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Der Otsch und du aufgenommen und ich dabei. Und Dread out. Soll ich mir die oberen Regale anschauen? Wie denn das? Muss ich den Schuh entschieben. Ach. Dread out war aber. Dread out ist aber. War ja nicht japanisch, sondern koreanisch. Und die koreanischen Horrorspiele sind übel. Finde ich. Ach du Scheiße. Hey, Kissen. Kannst du auch trotzdem nicht reingucken, bringt gerade wieder nichts. Ich denke mal, du musst mal davor mit dem. Boah, ja, Alter. Das Ding ist. Ist wieder so ein Spiel, wo sie mich mit den Geräuschen nicht mal kriegen würden, weil bis jetzt Geräusche kommen die ganze Zeit, aber es ist halt nichts passiert. Es kommt halt nichts. Was gut ist für dich. Aber für mich wäre das halt wieder so ein Faktor, wo ich jetzt keine Angst mehr hätte. Ja, ich. Das passiert ja nichts. Bei mir. Sind immer nur Geräusche. Na, genau das ist das Problem. Ich finde Geräusche schlimmer. Ja, ist es. Aha. I would say there is a brush inside. Shall I double check? Also eine Crackpfeife. I would say there is a brush inside. Ja, wirklich? Shall I double check? Oder? Woher weißt du denn das? I would say there is a brush inside. Muss ich jetzt hier nicht erwähnen. Dann guck doch mal nach, du Spinner. Ich bin noch in Bedarf, wir wollen mit Sachen bleiben. Gib mal auf den Keks. Ich hab's leider nicht gelesen, aber weil ich blöden Speedy gelappt habe, hab ich jetzt nicht verstanden, was ja, ich so. Du hast hier halt diese Bürste. Das Loch, ja. Ja, du hast da dort einen Pinsel. Ja, ach so, du musst. Meine Güte! Ja. Oh. War cool gemacht. Now I go to the table to start writing the seal. Was ich ein bisschen Problem habe gerade ist, ich verstehe null, was hier eigentlich abgeht. Also jetzt fängt es auf jeden Fall an zu malen oder was? Haben wir genug Zeit oder? Ich verstehe es nicht so. Ne, das hat sie doch gesagt, dass er jetzt ein Siegel malen muss für diesen. Ja, gut, habe ich nicht zugehört. Für diesen Geist. Oh! Alter! Leck mich am Piss, wie ich jetzt in der Echt gefahren habe. Warum ist es so irgendwas verlaut mit dem Schloch? Ach, schon mal ein bisschen festhalten. Hab ich. Ach ne, den. Dreckig. Mal schnell das Siegel. Elenden. Ja, da wollte ich aber schnell das Skin wollen, Mädel. Darf ich nicht. Will er nicht. Nee, aber ich meine an ihrer Stelle. Die hat ja aufgehört. It doesn't seem like it'll work. Geil. Mega. Du weißt schon, wie Kalligrafie funktioniert, oder? Okay, ich glaube, der Flur ist gerade gestorben. Ich glaube, das ist gerade. Okay, also ich soll es ja nicht nochmal malen. Alles klar. Haben sie dich gekriegt? Doch, aber du hast falsch gemalt. Kalligrafie malt man dazu. Das muss Fluss sein. Sie hat ja gesagt, ich sollte hier nicht malen. Es ist zu gefährlich. Ah, okay. Weil normalerweise darfst du nicht ab. Ich glaube, du sollst, glaube ich, bei Kalligrafie setzt du, glaube ich, nicht ab. Mach ich das auch nicht. Aber machst du das nicht.
Ja, aber lustig, der Kunde. Leid ein Scheiß! Klar, so heißt wie Samurai. Alter, dreckiges Maul. Alter, warte, du jetzt nicht schlimm. Ja, aber das Spiel war schlimm. Weg. Da sah aus wie zu Fasching. Sorry doch. Das kennt immer die Sorgen, wie gesagt, das ist. Ja, das ist ich spiel da mal jeden Sorge. Das ist halt, ja. Was haben wir denn? Warst du da dabei, Klungo? Haben wir das zusammengespielt, wo wir in dem Haus waren? Wo draußen ein Einbrecher war? Das war beschissen, ey. Wo du erstmal Pizza fressen musstest und so. Obwohl es eigentlich geil war, aber. Nee, Auflauf haben wir gefressen. Also im Spiel, liebe Leute, ne? Bin echt nichts viel zu fertig. Aber im Spiel. Du musst eigentlich jetzt deinen Scheiß maulen, der verfickte Scheiße. Wir haben jetzt mal ein bisschen. Mensch. Oben beim Schrein. Ich weiß halt Schwein nicht, wo ich das maulen soll. Ich weiß nicht, wo noch ein Tisch war zum Maulen. Mensch, die zuckt immer noch. Was für ein Zug. Ich brauche halt dieses Siegel und ich muss es maulen. Die Frage ist aber, wo guck mal oben, ob das oben maulen kannst. Kann ich es oben maulen? Du musst ja überlegen, wo ein Tisch war. Ich weiß nicht mehr, wo ein Tisch war. Du musst ja bestimmt das irgendwo drauflegen. Aber hier war ja nichts zum Maulen. Nee, das stimmt. Wenn, dann kann es eigentlich nach unten, wo die Reisweine noch waren, dass es da irgendwo ist. Ja, irgendwo dort bis am Tisch, ja. Weil hier geht er nicht mehr raus, kommst du nicht mehr, und bleibt dann nichts anderes übrig. Da kam der Boy, du, das fand er nicht so lustig, du. Die Tür war zu. Jetzt war's wieder auf. Ach, Geist, lass uns doch mal malen, aber auf den Scheiß jetzt, ja. Ja, das schnapp dir eine Flasche Reisbein, halte backen. Hier kannst du vielleicht malen. Das musst du bestimmt an die ganzen Tische probieren, ja. It's too dark. I can barely see. Okay, hier ist es zu dunkel. Okay. Ne Mädel, das wird aber langsam ein bisschen knapp mit den Tische, ja. Mensch, Hopchi, war auf dem Boden, macht's. Ah. Mal das Ding mal, ja. Bin ich mal gespannt, ja. So, geben wir sie das. Da formal verbeinigen. Alter, leck mich am Arsch, ey. Was haben die jetzt gesagt? Es funktioniert nicht, ich muss es nochmal irgendwie versuchen. Ja, weil du falsch gemalt bist. Falsch gemalt hast. Die in der Ecke. Na dann nochmal hinhocken, komm. Dort kommt ein genau der gleiche Scheiß wieder, wenn ich es sehen mache. Ist das nicht. Leck mich, mach ich nicht. Du musst aber mal das Siegel. Nein, mach ich nicht. Dann mal's hier. Hier ist Asche hin. Hier ist ein schöner Platz. Schöner großer Tisch. It doesn't seem like it'll work. I'd better repeat it. Okay, kann ich das. Ach, verwerfen mit R. Okay, da verwirft's aber alles. Muss man der Maus noch zeichnen, das ist nicht so leicht. Aber vor allem bei meiner Maus. Deine Maus ist doch zu scheiße. Oh Gott. Oh, das ist gut. Alter, was ist denn das? Ja! It doesn't seem like it'll work. I'd better repeat it. Nimm's aber ein bisschen genau, die Kugel, ja. Ach, jetzt hab ich die Schnauze voll, jetzt reicht's mir. Oh, die können wir der Fist machen. Reicht! Geile Fist. Ja, du musst halt malen! Leck mich, mir scheißegal, das war's. Was? Wie das war's? Das war's. Das war's für mich. Echt jetzt, oder? Ne, ist mein Ernst. Ist mein völlig Ernst. Ich bin auf dem Siegel, war's bestimmt, hast du Schluss gemacht. Das war's für mich jetzt. Jetzt war's zu viel des Guten. Schade, dass ich nicht da bin, hätte ich es jetzt nochmal probiert. Jetzt ist vorbei. Leute. Das mir. Was soll ich dazu sagen? Es ist, wie gesagt, Klunker ist sehr schreckhaft und es ist, stell mal, wenn du selber spielst und siehst und hörst, ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders, ne, als wenn du zuguckst, muss man aber dazu sagen, fairerweise. Nichtsdestotrotz. Nee. Es ist ein cooles Spiel und eine coole Optik. Die Optik ist mega, aber ich kann einfach. Ist jetzt ein bisschen schwierig.
Du darfst halt an jedem Tisch nur einmal versuchen, dieses scheiß Siegel zu malen. Sobald du das zweite Mal malst, kommt das blöde Vieh. Richtig. Aber ist ja egal, dann könntest du ja hier nochmal malen. Also, was soll da jetzt passieren? Wenn du es jetzt hier versaust, löschst du es und gehst ans nächste. Oh, du bist ein Brechen, ey. Oder? Theoretisch. Oder wenn ich das in einem Zug machen müsste. Ich habe auch schon überlegt, aber so es geht funktioniert nicht. So funktioniert es auch nicht. So funktioniert es nicht, egal wie es macht. Du hast bestimmt bloß oben, weil du nochmal einen Kreis rangemalt hast, hat es nicht gezählt, denke ich mal. Alter, das ist echt. Oh, leck mich! Gut. Schluss aus, Sensor, das war's. Mir scheiße Groll. Schöne Optik, aber jetzt Schluss hier aus. Ich hab Herzschlag des Todes, das ist dabei vorbei. Lass eine positive Wertung da, ist mir scheißegal, bei mir ist aus. Lass einen Daumen da, schreibt mal rein, ob wir noch mehr solche Sachen machen sollen, am besten mit dem Klunker als Hauptattraktor. Das war's jetzt wieder für die nächsten halben Jahre, kann ich am Arsch lecken, wir haben noch drei Spiele pro Forma sehen, wie viel, bis wir Krankenwagen rufen müssen. Leute. War eine coole Nummer, zieht selber mal runter, schreibt mal rein, ob ihr es schafft, diese Kalligrafie zu beenden. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so leicht, weil du es wirklich perfekt machen musst. Ich finde es eine coole Idee. Hat auf jeden Fall Potenzial wie Sau. Aber mir ist noch ein bisschen zu. Durch dieses Geschichtliche ist es noch ein bisschen zu flach. Mir ist ein bisschen zu. Ja. Es kriegt mich noch nicht so richtig das Spiel. Speedy, was sagst du? Also, es hätte ein bisschen mehr Grusel drin sein, aber nichtsdestotrotz. Ist eine solide Basis. Oh, schönes Ding. Und da kann man drauf aufbauen. Und auf Flunder hat es gereicht. So. Alles, was zählt. Aber das ist echt mies, wenn er dann gleich kommt, das ist scheiße. Wenn du wenigstens einen Versuch hättest. Da oben ist ja immer so ein Ausrufezeichen. Weißt du, was das lesen soll? So ein oranges. Siehst du das? Bei dir oben rechts in der Ecke? Jetzt nicht mehr, alles ist weg. Aber ich denke mal, Klunker wird es beenden wollen. Ne? Ich glaube, da hat der Anfall. Ich glaube, wir beenden jetzt besser. Ja. Leute, wie gesagt, lasst einen Daumen da, schreibt es in Kommentare, wie ihr es findet, wie ihr die Folge fandet und ob ihr noch mehr so Zeug sehen wollt. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit euch. Genau, wie gesagt, zeichnen den Daumen nach und dann bis zur nächsten Gruselfolge. Tschüss.